Hi ihr Lieben, wir testen für euch heute die Rollentrainer Elite Trivo 2, Elite Stretto und die Elite Rampa für unser Wintertraining. Und ich beginne mal damit, dass ich euch zeige, wie man das Mountainbike auf die Elite Stretto draufbaut. Und dann wollen wir euch noch zeigen, wie unser Wintertraining aussieht, wie wir dann mit Zwift unterwegs sind und dass auch der Nino ganz viel Spaß hat. Und kommt einfach mal mit. Ja, wenn ihr dann das Hinterrad abgebaut habt, also Steckachse raus, dann setzt ihr am besten auf dem kleinen Ritzelpaket die Kette auf und könnt dann die Steckachse von der anderen Seite eben reinstecken und ganz einfach das Rad wieder festschrauben. Und das war es auch eigentlich schon beim Einbau. Also das geht super schnell, wie euch gerade eben der Micha gezeigt hat. Bist du denn? Ja. Ich bin. Wir waren jetzt. Ui, der Papa hat sogar eine Leitung. Ja. Wie schlecht. Mama, so lieb. Wir fahren zusammen zu dir. Machen wir Familienausflug. Ja. Wo sind wir eigentlich, wenn wir weg sind, Jungs? Im Dschungel. Im Dschungel? Haben da die Dinos? Ja. Ah, okay. Und ich glaube, wir sind jetzt gleich beim Bär, oder? Aber ich finde es total bequem auf dem Mountainbike, auf dem Rollen. Schon cool. Die waren schneller als du. Ja, ich bin vor mir. Boah, dann kann ich langsam weg. Nach der nächsten Woche. Ich, Papa? Ja. Wir probieren zusammen den Sprint zu knacken. Okay. Super ist bei den neuen Elite-Rollen, bei der Trivo 2 und bei der Stretto, dass man eben auch Mountainbikes einspannen kann. Einfach in den. Ich hab ihn gesehen! Der Nino sieht gerade einen T-Rex auf Zwift und man einfach das Ritzelpaket benutzen kann, um quasi die Mountainbikes einzuspannen und dann brauchen wir überhaupt keinen Hinterreifen. Das ist natürlich eine super feine Sache. Ciao!